Für mich ist die Wissenschaft enorm wichtig, weil wir sehr weit in die Zukunft die Leitungen planen. Infrastrukturvorhaben gehen über Jahrzehnte hinweg. Und deswegen wollen wir immer auch den wissenschaftlichen Fortschritt im Auge behalten, damit wir darauf reagieren können und dass wir dann den Bürgern auch am Ende sagen können, wir haben hier nicht irgendeine Vergangenheitstechnologie auf den Markt gebracht, sondern wir sind sozusagen am aktuellen Rand auch des technischen Fortschritts. Und dazu leistet dieser Dialog viel Gutes. Der Wissenschaftsdialog der Bundesnetzagentur bringt Wissenschaft und Praxis zusammen. Experten, die zum Stromnetzausbau forschen, führten in aktuelle Forschungsfragen zum Netzausbau ein und lieferten die Grundlage für einen intensiven zweitägigen Austausch in Bonn. Ja, mir hat diesmal das Programm sehr zugesagt, dass es einerseits recht breit gefächert ist und das Thema Netzausbau von allen möglichen Facetten aus beleuchtet. Andererseits aber durchaus die Foren die Gelegenheit geben, sehr auch Detailfragen loszuwerden, sehr ins Detail zu gehen. Also ich erhoffe mir eigentlich sowohl eine Erweiterung des Horizonts als auch vertiefende Fragen zu Themen, mit denen ich täglich zu tun habe. Kern des Wissenschaftsdialogs sind 5 Foren zu verschiedenen Fachdisziplinen. Von juristischen Rahmenbedingungen bis hin zu gesundheitlichen Fragestellungen wurden die Teilnehmer auf den neuesten wissenschaftlichen Stand gebracht. Im Vortrag haben wir versucht, Leitsätze zu entwickeln, was jetzt gemacht werden muss in den nächsten Jahren. Ganz wichtig, glaube ich, wir müssen die Preissysteme ändern. Wir müssen überlegen, ob wir nicht tatsächlich CO2 bepreisen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Wir müssen überlegen, ob wir die Netzentgelte anders gestalten, um die Netznutzung besser zu regulieren. Wir müssen uns überlegen, wie wir bei der Förderung der Erneuerbaren weitermachen und wie tatsächlich Effizienz die richtige Rolle in der Zukunft spielen kann. Also viele offene Baustellen für die nächste Bundesregierung. Die Informationen und Erkenntnisse des Wissenschaftsdialogs werden in einem Tagungsband veröffentlicht und online zur Verfügung gestellt. Aber es ist natürlich auch eine gute Dokumentation, mit der man dann wieder arbeiten kann als nächstes, wo man wieder darauf verweisen kann, diese Diskussion haben wir geführt, also sind diese und jene Argumente ausgetauscht worden. Man kommt zu einem möglicherweise gemeinsamen Ergebnis sogar in den Foren, die wir hier auch anbieten. Und das hilft uns natürlich dann sehr in der anschließenden Diskussion mit den Bürgern, wenn es konkret vor Ort um Leitungsprojekte geht. Weitere Informationen zu Veranstaltungen der Bundesnetzagentur finden Sie auf www.netzausbau.de.